Yo Leute, willkommen zurück zu Black Mesa. Ich hatte vor kurzem ein Problem. Und zwar habe ich den Part aufgenommen und während der Aufnahme ist mir das Spiel abgestürzt. Und ich habe es gespeichert, habe selbst wieder angemacht und weitergeredet. Nun ist die Hälfte dieses Parts weg. Kein Problem. Ihr habt nichts verpasst und ihr werdet auch nichts verpassen, denn ich habe nochmal vom Speicher zurückgeladen und werde diese Stelle jetzt noch einmal spielen. Also nicht wundern, wenn ich jetzt weiß, wo ich genau hingehe, wo welche Gegner sind und wo was wie auch geschieht. Also, ihr habt es euch gesehen, ich hab's gesehen. Also, weiter geht's. So, zunächst müssen wir dieses Teil deaktivieren. Das ist kein Problem, wir müssen jetzt mal da in Raum rein und da irgendwie einen Hebel umlegen. Ja. So. Erstmal kurz Energie holen. Ach ja, ist das nicht herrlich. Deaktivieren. Und zurück. Oh yeah. Autsch. Wirklich wehgetan. So, ja, super, hätte ich mir endlich denken können. Einer Datenbildschirm. Der kam ja vorhin auch, als ich noch Selbstgespräche mit mir gefühlt hatte. Naja, gut, nehme ich erstmal einen Schluck von meinem Kaffee, von meinem guten. Ach. Der gute Dallmayr Prodomo. So, aktivieren hier. Yeah. Stopfies! Stopfi! Oh. Yes, geschafft. So, zunächst müssen wir hier Mucke. Yeah. Okay, ich laufe gerade ein bisschen lang, wo ich vorher nicht war. Oder war ich schon mal? Weiß ich gar nicht mehr. Es ist alles verwickelt, als dass ich mich jetzt hier auskenne, Leute, also nimm's mal nicht übel. Ich weiß zumindest, in welche Lüftungsschacht ich rein soll. Und wie ich es anstelle, weiterzukommen. Schnell. Lass mich durch. So, und zwar müssen wir da rein. Ach nee. Einen, wo so ein Laser-Ding drauf ist. Was weiß ich. Achso, genau, zunächst müssen wir erstmal das Rätsel absolvieren, was ich auch schon weiß. Kleines Schalterrätsel. Wir kippen diesen Hebel in die Mitte. Zack, öffnen die Tür und können dann gleich weiter. Vorausgesetzt, ich sterbe nicht wieder wie beim ersten Mal. Gut, passiert mir nicht. Absafen. Und weiter. Oh, die Müllverbrennung. Autsch. War mir jetzt aber auch egal gewesen. Jetzt werden wir hier runter. Dann müssen wir rein ins Loch. Dann zack und zack. Und die Pistole, weil ich keine Munition verschwenden will. Aber Energie. So. Nun ist es schwierig. Ich werde nochmal hier kurz safen irgendwie. Oder auch nicht. Das war jetzt gerade ein bisschen doof. Denn ich bin der Meinung, diese Teile, die da gerade sich geredet haben, müssen wir deaktivieren. Aber ich habe es beim ersten Mal geschafft, ohne diese Shells zu deaktivieren. Also werde ich es auch diesmal wieder schaffen. Spart Zeit, wenn überhaupt. Wenn wir sehen. Also und jetzt hier runter, die Rohre entlang. So, und dann wieder hier so hoch und dann zack. Oh yeah. Nun bin ich hier. Ich aufspringe, bevor ich in den Zeigster lande. Oh. Ja, Schild aufladen. Coole Sache. So, runter hier. Das fängt ja übelst an zu laggen. Nice.
nicht. Hab ich auch nicht mehr gehabt. Jetzt wieder runter hier. Die Kletten ausweichen. Hier sind wir fertig. Und Money. Okay. Und da wären wir wieder am Anfang. Ich werde dieses jetzt kurz hier auf einer Bänden, weil ich jetzt einen Schritt weiterlaufe und da der Datenbildschirm kommt. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Weiter geht's. Ab hier ist wieder alles blind. Mal sehen, wo uns dieser Weg führt. Hier sind wir fertig. Wow. Holy shit. Die sind ja gleich tot. Ich war der festen Annahme, dass sie tot sind. Wie können wir das deaktivieren? Ich weiß nicht, ob ich sofort sterbe, wenn ich diesen Song berühre. Deswegen gehe ich auf Sicherheit. Denn Sicherheit geht für gewöhnlich vor. Autsch. Wunderbar. Das hat so weh getan. Gut, dann machen wir es anders. Existieren. Machen wir es am besten hier. Es ist so ein bisschen gerade. Das Dach, so schräg wie das. Bitte wird nicht so kaputt. Dann nehmen wir das dahin. Da habe ich noch eine Kiste irgendwo gesehen. Zwar hier. Die ich nicht runterholen kann. Super. Ja, das sollen wir jetzt alles. Was soll man das bringen? Was sollen wir jetzt die Granaten bringen? Ah. Kiste, los, fahr runter, los, los! Ah. Kann ich sie so schieben? Das kann ich schon mal. Weg mit dir! Ich nehme am besten auch nicht mit. Da kann ich mir dann so weit wegbauen. Oh Gott. Oh, da gucke ich so nicht rauf, das ist ein bisschen doof. Aber die Leiter ist, denke ich mal, ganz praktisch. Warte mal. Trick 17. Nein, bleib stehen. Stehen, sagte ich. Leiter. Oh Gott, Leiter! Komm, steh, steh! Oh, steh doch mal! So, das muss jetzt mal kurz sein, Leute. Stehen! Stehen! Bist du still, Leiter? Also tu deinen Job und stehe! Stehe! Gott. Kiste. So. Jetzt dürfte mir absolut nichts passieren. Yes, ich bin so gut, Leute. Oh, das muss jetzt einfach mal sein. Sorry, falls ihr jetzt einen Nahschutz gekriegt habt. Oh, das war gerade eine Fummelarbeit.
vor den Herren. Ich weiß wieder mal nicht, ob der Weg richtig ist, ob das so richtig war, das Rätsel, aber es war mir gerade scheißegal. Hauptsache, ich bin weitergekommen. Eben nicht. Fragwürdige Ethik. Was für eine fragwürdige Ethik? Was ist das? Mach den Scheiß, Freundchen. Ich hol dich mal da raus. Ich hol dich da raus. Ich hätte mal den Colt bereit. Ich will ihn nicht rauslassen, ich tu's einfach mal. Oh. Ich habe ihn getötet. Okay. Oder so, warum nicht? Eigentlich wollte ich ihn rauslassen, aber es wäre, glaube ich, besser, wenn er tot ist. Alter. Bildschirme. Ohne Strom. Die laufen. Oh, die erst batteriebetriebene Monitore. Uhuhuhu. Gut. Nachdem wir Sterbehilfe geleistet haben, müssen wir nun sehen, wie wir weiterkommen. Dann gehe ich einfach mal hier so raus. Pflanze, ich will dich mitnehmen, Pflanze. Die Blätter wackeln sogar. Schwabbel! Schwabbelblätter! Eine schöne Gummibaum. Man kann mir nicht sagen, dass die Wissenschaftler nicht vorher wussten, dass Spezies in anderen Atmosphären oder anderen Dimensionen leben. Denn das sind eindeutige Beweise, dass die vorher schon mit experimentiert haben. Was? Launch? Launch was nochmal. Was ist das für eine Waffe? Was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Kaffee. Ich möchte da eigentlich gerne mal rein. Kommt man da rein? Ein Augenblick, Leute. So, Leute, wir da kurz was erledigen gewesen. Was macht das Ding überhaupt? Schießt das den Käfer? Tatsache. Ist ja geil. Gut, der Raum sieht interessant aus. Ich will da rein. Was für ein Raum ist das? Audio, Biochemie, Bio. Irgendwas Biologisches rennt darum. Was ist das? Oh, da haben sie so ein Vieh zerlegt. Wow, Alter! Da liegt so ein Ding. Alter! Was? Hast du was die Räucher drin so gemacht? Eine Armbrust. Geil. Und so komme ich das an, sondern sicher mal wieder mein Inventar ran. Freiheit. Nur mich dann wieder zu töten. Womit das hier so viel aus? Was machst du? Nennen wir es Erlösung. Der ist tot. Ich bin so auf Klo.
Wow. Egal, was du getan hast, so pinkelt man definitiv nicht. Ich will aber ins Frauenklo. Puh, was ist in der Kabine? Ich sehe schon was Interessantes. Da hatte wohl jemand Arschbluten gehabt. Und zwar richtig kräftig. Mann, ist das ein Saustall hier. Pizza! Da, Kumpel. Okay. Let's do it. Der ist tot. Der ist auch tot. Das heißt, wir brauchen einen lebenden Wissenschaftler, der den richtigen Scanner öffnet. Kann ich nicht einfach heute einen Wissenschaftler rausreißen? Ich weiß nicht, gerade die feine Englische, ich meine, aber es ist gerade eine Ausnahmesituation, ne? Natürlich will ich das Blut an meinen Händen nicht haben. Das könnte ich ja, guck mal, hier Secret-Typ hier machen. Secret, sag ich schon, Security-Typ. Ach ja, wo führst du mich hin, langer Gang? Gut, ich würde sagen, ab hier beenden wir den Part. Wenn es euch gefallen hat, schaut euch den nächsten Part an. Wenn nicht, dann nicht. Schade, wenn nicht. Schön, wenn doch. Und ja, ich würde gern aufhören zu sprechen, wenn die Daten scheiß weg wäre, aber anscheinend gefällt es ihm dort, wo er gerade ist. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.